killen wir gerade schnell. Killen wir jetzt. Soll ich schnell aussteigen? Nein, bitte. Beim Cage Dude. Ja, der Dragan hat sich endlich mal entschlossen, dass er vorbeikommt. Und ich habe mich entschlossen, dass ich mal etwas schwätze. Für den Dragan. Und ja, willkommen bei meinem Headquarter, meine Garage, mit all meinem Zeug. Zweite daheim, sozusagen. Wir laufen mal durch, jetzt eigentlich ein paar Sachen, was ich so mache, was bei mir so geht. Und die aktuellen Projekte, die alten Projekte, die wir jetzt gefahren sind. Ja, zum Beispiel mein alter Essex, S14. Wo ich seit 15 Jahren hatte. Da hat es mir vor 2 oder 3 Jahren mittlerweile ja überschwemmt, wie bekannt ist, wie man schon mal gesehen hat mit Bildern und so. Wir sind jetzt frisch am Aufbauen für einen Kunden, das ist nicht meine. Das ist jetzt für einen Kunden. Und Work in Motions drauf, ähnliche Street Racer Look. Und Teppiche gerade ganz draußen gelassen. Mit Sparkos und 4-Punkt-Garten, Airbag raus. Die neue Rear Seat Elite Geschichte ist endlich vollbracht. Haben wir gestern noch montiert. Jetzt in dieser Version mit Alcantara überzogen. Die Schuhe nicht, das muss man gesagt haben. Das kommt gut, ja. Die werden auch dann mal, wenn es dann mal einen Shop gibt oder irgendetwas, werde ich die im Shop anbieten. Also man die lackiert roh mit Alcantara, das ist dann frei. Finde ich etwas cooles, ja. Macht Sinn in so einem Auto, wenn man keine Rückbank hat. Verhebt eigentlich so. Genau. Ja, das hat am Frühling wieder auf der Straße. Motoren sind wir noch am machen. Ich habe beide für meinen Koki dann auch. Das ist schon da und dann geht das wieder ein schönes Auto. Hoffen wir. Schon gut. Das sieht dann auch aus, ja. Genau. Kommt schon gut, aber das da ist etwas, was wirklich jeder braucht, der hier eine Empty hat. Das sieht extrem gut aus. Ja, warte, kann man es vielleicht? Ja. Vielleicht schaffe ich es von drin filmen. Ja. Ja. Es sind ja noch Sicken drin. Je nach Licht siehst du es. Es sind viele Poster, aber eigentlich sind noch Sicken drin. Mhm. Es gibt ein Rostfettel, wie es drin ist. Und lackiert macht das auch, dann sieht sicher auch geil aus. Aber okay. Das ist natürlich schon mit dem Alcantara Himmel in diesem Auto. Mhm. Denke ich, das ist schon. Ja. Und es passt halt wirklich auch gut zusammen mit der Plastik hinten ab. Ja, genau. Gut, das ist ja noch von früher halt. Das war ja mein Show und Shine Auto. Mhm. Mit Audio und komplette Ding halt von früher, ja. Und darum ist viel lackiert drin, der Himmel hat Alcantara schon und so. Und gewisse Sachen haben wir, sind von dort mal noch dabei, wie die lackierten Panels da und so. So Geschichten bleiben halt dann. Finde ich auch nicht schlimm, also finde ich, das kann man machen. Auf jeden Fall. Gibt noch einen edlen Touch. Und es passt. Es passt von mir. Das Auto, ja, und lässig. Und lässig. Danke schon. Kurz Fender appreciaten, wie schön der Tag ist. Ah, geil. Fender sind extrem schön. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist, als ich hier bin. Ja. Die hinteren Fender sind richtig genau so, wie ich sie schön finde. Wie es müsste, ja. Gell?
Nicht zu fest, nicht zu wenig. Ja. Aber doch was rum. Haben wir schwarze Augen wieder gemacht. Ja. Das ist das erste. Left hand drive, Ken Murray, John Murray, 530. Genau. Das ist ganz so edel. Da erinnere ich mich so gerne, wo du es geholt hast. Mhm. In Portugal da unten. Mhm. Ich habe schon ein paar Jahre her mittlerweile gesehen, das kommt nicht so. Kommen wir nicht so vorwärts. Wenn man jetzt Wasserhochdruck entlackt, komplett. Und einfach mal grundiert. Und jetzt geht es dir an Rost und so. Das ist schon noch zu tun. Du siehst, es gibt schon noch zwei, drei Stellen, wo man dran arbeiten muss. Was ist der Baujahr? 73. Ja, 30 Jahre. Ja. 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 Genau. Ja. Und da muss schon, da muss dann schon gar keine Abkürzungen mehr. Da muss alles edel werden. Ja. Lohnt sich aber dem Auto und das ist so. Ja. Gut, hier mal schauen, vielleicht schaffe ich es, bevor meine Kinder Autoprüfung haben. Und es ist halt dann. Mal schauen, genau. Dann bin ich dran, bin ich im Teil auftrieben und so. Dahinter steht der Motor. So wie ihr seht, wenn ich ihn von Portugal geholt habe vor ein paar Jahren. Aber jetzt haben wir den Custom Ventildeckel machen. Den muss ich kurz sehen. Weil der ist ganz speziell. Du wirst aufnehmen. Ja. Schaffe ich es. Ja. Ja. Genau, hier habe ich Vergaserei, die sie in der Schweiz im 73 zum Testen gebraucht haben. Mit einem Testbericht. Tapu-Weber. Zeig dir nachher. Das ist nice. Ah, ich finde nachher ein paar schönere Shots davon. Ja, ja, genau. Genau. Ja, dann ist ein Drifter. FC Gabriele. Mit Hardtop, White Body. GP Sports Style, aber ein Nachbau natürlich. Ist auch nicht so schlimm, wenn es halt mal reißt. Jetzt in meinen Augen. Genau. One Chase Swap. Wo ich jetzt verhebe, endlich. Der erste ist Blaut. Letztes Mal Track hast du ein Problem, kann ich? Oder ist es vor zwei Jahren. Wann war das? Letztes Jahr. Crap Refactory. Nein, ja. Vor zwei Jahren. Ja. Oder vor drei Jahren mittlerweile sogar schon. Wegen einem scheiß Einbaufahrer hat es nicht blaut. Crankplay, jetzt ist die Korbwelle vorgestossen. Volle Bock hier gefahren. Spawn natürlich des Todes, bis die Lagerschalen oben sind. Und sprich, long story short, neuer Shortblock. Und frischer Aufbau halt. Ja, ja. Aber jetzt meint er, jetzt ist es geil, jetzt macht er Uhren Freude. Wir sind jetzt gerade im Tomodori gefahren, richtig geil gewesen. Ja, das ist so die Geschichte, macht Spass. Etwas Edles muss man noch kurz rausstechen. Das Hardtop. Das Hardtop, ja. Das ist ganz speziell. Und es hat einen hohen Flair. Ja, das müssen wir mal machen, ja. Hohe Arbeit gewesen, aber ich denke, es steht ihm gut, ja. Ducktail ist auch komplett Eigenbau, alles Custom. Genau. Sachen, die man hier bauen kann. Wow. Ja, ist ein edles Auto. Mama. Ist lang gegangen, bis ich den mal live gesehen habe. Ist das das erste Mal? Nein, tatsächlich nicht. Am Tomodori, nein, am Creperi. Ah, wann ist das? Ja. Ah, voilà, ja. In Anno. Ja, genau, in Anno. Ja, genau. Ja, das war die erste Testfahrt eigentlich, ja. Ja. Mit dem neuen Block dann, ja. Genau. Heißt, noch nicht weit hier, gell? Noch nicht weit, ja, genau. GTX-Lader, BC Cams, macht irgendwie 410 Ross. Ist gut. Lange. Hat Spass. Ja. Ja, aber das Upframe hinten tut schon wieder reinsauen. Jetzt spielen Santi, müsst ihr mal verliebt nehmen. Ende Monat gehen wir wieder. Für den muss noch ein geschafft werden. Ja. Wo? Budget, ja. Genau. Ja, cool. Cool. Mal schauen. Die Tomodori bei der Aufstellung. Schön hinten nachher gefahren. Plötzlich merke ich, wie es smoked aus der Hube. Jetzt mir die Laderschraube hat sich gelöst und hat mir genau den Wasserschlauch hergeflogen. Dann hat natürlich den Wasserschlauch verkokelt. Und alle schön am Aufstehen und ich schon wieder mit drauf. Weißt du, das ist ja wie zwei Jahre vorher hat es alles kaputt gemacht. Dann habe ich gesagt, nein, nicht schon wieder. Und so, ja, okay, nur den Schlauch müssen wechseln, dann ist das wieder alles. Das hat alles funktioniert, ja, genau. Ja, nein, macht Spass jetzt, ja. Genau. Spiegel? Spiegel sind echt? Was sind das? Sie sehen sehr legit aus. Selfmade. Selfmade sogar? Ja, genau. Was sind das für Spiegel?
Es gibt so universelle Geschäfte, die ich in Holland gefunden habe. Wenn du die zusammenschraubst, schaut das Geld auf und sieht richtig mies aus. Auch den Customize kannst du dir bestellen und dann auch mit Polyester auffüllen. Und als dann so ein bisschen wenigstens aussieht, wenn Granador. Genau. Tut's. Tut. Du glaubst gut, ja? Absolut. Habe ich meistens auch drauf so. Klar, da können wir mal drücken und merken, dass sie nicht federn, aber es spielt absolut keine Rolle. Also, für mich ist gut. Dafür siehst du auch etwas. Ja. In der Granador siehst du es nicht auf unserer Steuerradseite. Stimmt. Es gibt so Laser-Einsätze. Echt? Sehr geil. Habe ich nicht gewusst, ja. Aber wie die gerade heisst, wüsste ich gerade. Ja. Es ist in England einer, der da spezialisiert okay. Hat, extra Gläser anbietet zum Täuscheln. Ja. Nachher etwas siehst, dann Und das andere ist Granador heutzutage. Vermag ich eh keinen mehr. Hat was. Das ist gerade das Kundenprojekt, das ich dran bin. Komplette Restauration. 2400 GT. Skyline, Left-Hand Drive und den machen wir komplett. Also das wird. Ist das Blech von ihm dort hin? Das ist Canary. Ah, das ist ein Canary? Ja, genau. Genau. Unser hat ja hier EU-Spec Hecklichter gehabt. Wie siehst du mit diesen drei Bricks? Die haben nur mehr mit dem Orangen. In Japan hat es die schwächeren Modelle, Short-Nose Hakos, die ja einen Vierzylinder haben, wie im Laurel innen ist. Haben derige Leuchten gehabt und bei uns haben sie auch gehabt. 2000 GT, 2400 GT haben auch wieder Leuchten gehabt. Genau, ist echt wegen dem orangen Blinken wahrscheinlich auch, haben sie die dann so bestückt. Schwuren wieder. Sieht gut aus. Das haben wir jetzt komplett am machen. Alle Leitungen, alle Aufhängungsteile, alles frisch, alles neu. So ist ein bisschen. Effektiv Neuwagen, alles schon verzinkt. Genau. Also jetzt muss noch kurz etwas, was mich umgehauen hat. Oldschool, Nabe und nachher Bremsscheibe. Was man heutzutage wirklich gerne nicht mehr sieht. Nein. Wunderschön. Schön alles verzinkt, lackiert. Und, was ist das da? Die Schläuche sind alle original, sogar mit den goldigen. Was das war. Ich bin schlecht vorbereitet. Ist schon gut. Mit der goldigen originalen Aufschrift, wie sie dort mal hatten. Das sind alle old stock so. Ah, ist aber ist schön gelagert. Ja? Ist das aus dem Lager, das du gekauft hast? Ja, ja. Zeig dir noch aber. Edel. Ja, ja. Ja, ja. Edel. Wunderschön. Röhrlipbogen hast auch du, oder sind die irgendwie so? Nein, alles mache ich alles selber. Das mache ich alles selber. Schön, das Schöne ist, für die Modelle gibt es auch Teile. Weil sie auch die Rennhistorie haben. Akku kommst du alle Teile über. Alle Gummi. Gibt es alles. Kannst du alles kaufen in Japan. Also wirklich jede Durchgangsführung. Für jedes Kabel, für jede Leitung kannst du alles über. Und Was da jetzt drin liegt, ist Geld. Warte, kommen wir gleich. Wow. Innen lackiert alles, wie es muss. Wow. Himmel gibt es auch in Japan. Es gibt Himmel in Japan. Dann ist es noch am Anpassen. Am Donnerstag passen wir dann fertig an. Ist noch nicht so, wie er muss. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Noch etwas umnähen. Und dann ist der. Wie es muss nachher. Genau. Aber es sieht schöner aus, wie von Werk aus gekommen sind. Nehme ich mal an. Ja, ja, das geht's. Du kannst es bestellen, weil. Ja, wenn man immer noch fertig ist in der Schweiz, das ist halt dann. Schön. Oh, der Lack. Ja, das ist so wie abgemacht. Ja, mit so Sachen holst du mich. Das alte Service Manual, das ist. Und da die neuen Patches. Ja, gell? Boah. Das ist der Holy Grail. Left-Hand Drive Parts Book. So, falls jemand was Bruce Green hat. Oh, wow. Das ist inexistent. Das gibt es nicht. Das sind jetzt Belgien in einem Markt irgendwo. Also wenn ich auf einem Markt ist, habe ich gesehen, dass ein Buch oben drauf verlinkt hat. Also, hey, das rote Buch da. Also im Netz, ich war nicht vor Ort, dann hat er mir das geschickt. Und zur Geschichte halt, oder? Manuals,
du brauchst. Und das ist noch geil. Fotobuch. Das ist ein Bildband. Aus Japan. Und wow. Das Gute ist immer noch, da kannst du genau schauen, weil man. Wenn du gewisse Details im Buch nicht findest, kannst du auch nachschauen, wie es war, welche Seite ist die Scheibe, welche Schraube ist es mit der Prägung. Und das haben wir jetzt hier alles eingehalten. Da ist jede Schraube, wie sie dann war, mit den Prägungen. Wie siehst du? Mit Prägung, ohne Prägung. Ja, man kennt es, man kennt es. Ja, das hier ist vor allem etwas. Wenn du ein Auto frisch machst, wenn du Schrauben neu verzinkst, das ist einfach. Ja, und ich sage. Ultra. Die Schrauben am Auto frisch, jetzt so wie es rund aufgesehen ist, ist so ein bisschen. Das macht die letzten 10% aus, sage ich jetzt mal. Und der Aufwand, aber das zu machen, ist überschaubar. Eigentlich schon. Du kannst das im Kilopreis, kannst du die frisch verzinken, kommt gut. Du musst es ein bisschen bürsten, musst es ein bisschen travalisieren und so, dass sie sauber werden. Weil das magst du nicht verleiden, wenn du auf diesen Schrauben bist. Manchmal ist ein Zentimeter Unterbodenschutz. Die musst du sicher gut reinigen. Aber das ist noch eine Seite für eine Restauration, gerade unten auf. Ist natürlich massiv, wenn das alles frisch ist. Ein anderer geht mit der Drahtbürste drüber und macht es wieder her, mit der Spraydose oder so. Der Aufwand, das zu machen, ist nicht einmal so gross. Oder? Eigentlich nicht, nein. Vorhand hast du sowieso. Ja. Nimmst du jede Schraube weg. Das ist etwas, was ich bereue, wenn ich es nicht gemacht habe. Weil vor allem über Boden kommt es ja noch günstiger, weißt, wenn du irgendwo schaffst, ja. Was dementsprechend ja. Preise gibt und so. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Das, ja, ich, das ist cool. Das muss man machen. Gerade bei so einem Projekt. Früher hast du sie vorgeschossen, oder? Weil sie rasch hatten. Heute ist der Stellwert von diesem Auto so gestiegen. Der Hype ist da, oder? Es ist krass. Der Kunde, der das Auto hat, fahrt die Autos seit der 18 ist. Immer einen gehabt. Okay. Immer einen gehabt, ja. Er ist so der, unser Gottvater von der Skylines, wenn du so willst. Ja, der hat das schon gehabt, wo noch niemand drum geschraubt hat. Das war einfach ein Nissan. Und ja, du bist lässig. Ja. Hat es schon wie viele Letzte in der Schweiz gegeben von denen? Circa? Also von dem. Ja, verkauft allgemein. Mit Finnland, Norwegen, Holland, Portugal. Müsste das irgendwo um die 2000 rum sein. Wie viel es in der Schweiz gegeben, kann ich dir nicht sagen. Das sind immer so eine Grauziffer, das ist schwierig zu sagen. Im Moment sind noch um etwa 5 Stück. Viel? Etwa 5 Stück. Etwa 3.2400er und etwa noch 2.2000 gibt es. Mit einem kleineren Motor. Also auch Reihe 6, aber 2 Liter. Genau. Benny und kurz den Engine Bay von oben gesehen. Mit der Front, auch ohne Frontleuchter kennt man sehr gut. Also es ist, ja, ja. Das ist für jeden Nicht-Kenner, der mal ein Foto von dem Auto gesehen hat. Der Teil ist ausschlaggebend. Ja, genau. Ja, ich bin auch reingeschraubt, so für das Foto, aber es ist gestern Spass geworden, das hat wirklich nicht mehr gelangt. Ja, ich habe gestern noch lang gemacht, Messix und dann. Genau. Ja, aber der kommt lässig, ja, Freude. Ist natürlich etwas zum Arbeiten dran, wo die ganze Leidenschaft kannst ausleben kannst. Sepp, glaube ich. Genau. Es sieht auch danach aus, weil es. Ja, es kommt fein. Noch ja, Freude, ja. Ja, Freude. Du musst auch die Möglichkeit haben, das zu machen, oder? Das ist, ja. Ja, gut, kannst du dich auf Rad lassen jetzt. Nächste Woche müssen wir aus, wir sind die Räder aus. Oder? Und dann schauen wir, was es geht drauf. Und ich werde auf Watanabe gehen. Gold mit poliertem Bett. Es hebt alles ein bisschen auf dann. Und ich denke, das wäre genau das Richtige für so etwas. Oder? Ja. Ja. Absolut. Ja, es gibt noch ein bisschen Arbeit, aber jetzt seit 3 Wochen ist er wieder da. Und jetzt bin ich fast 3 Wochen dran gewesen. Kommt gut, ja. Auf dem Lackierer? Ja, zurück. Genau. Die Türen habe ich erst gestern Morgen geholt. Ja. Und Kopfflüge sind gestern Morgen erst retour gekommen. Ah, darum ist das hier eine ganz komisch dunkel. Ja, genau. Der Part da. Und jetzt bin ich gerade gewechselt und bin ich am Bestücken. Aber so eine Tür zu bestücken geht dann gleich irgendwo 3,5 Stunden, bis wieder alles drin ist. Der ganze Mechanismus und alles, Gummi wieder rein. Genau, darum bin ich noch nicht viel weiter. Du musst auch kennen, das ist nicht einfach. Nein, du musst wissen, wie anfangen. Und manchmal tust du die Scheibe rein, dann merkst du, die Schere ist schon drin, die geht nicht mehr, jetzt kommst du nicht mehr zusammen, sprich alles nochmal raus. Am frisch lackierten Auto willst du am liebsten einfach alles in einmal machen, ohne dass du noch Schäden machst. Oder? Das ist ein bisschen das Thema. Genau. Hat was.